Servus, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, dass wir die fünf häufigsten Fehler einmal besprechen für Werbeanzeigen und wie du im Endeffekt das besser machen kannst. Und darauf gehen wir jetzt heute ein, mit ein kurzes, knackiges Video. Der erste Fehler ist, dass man die Zielgruppe falsch targetiert. Es kommt immer von Plattform zu Plattform an. Beispielsweise bei YouTube ist die Targetierung jetzt nicht so wichtig wie. Da ist was anderes wichtig als bei Facebook. Bei Facebook ist zum Beispiel schon wichtig, was man targetiert, damit man direkt die richtige Zielgruppe anspricht. Es wird immer, sage ich mal, offener und einfacher, aber trotzdem sollte man die richtige Zielgruppe targetieren oder die Botschaft so gut kommunizieren, dass die Leute wirklich besser qualifiziert werden und dass nur die richtige Zielgruppe angezogen werden. Trotzdem sollte man richtig targetieren. Beispielsweise, wenn man Geschäftsführer hat, sollte man auch Geschäftsführer targetieren oder selbstständige Leute mit einer zusätzlichen Ergänzung der Targetierung. Also, dass man das nicht zu breit macht. Wenn man es breit macht, sollte man auch noch mal auf andere Sachen achten oder andere Fehler vermeiden. Darauf gehe ich im Endeffekt gleich nochmal ein, wie du das machen solltest. Also, dass man ohne Targetierung das auch nochmal besser machen könnte. Wenn du aber eine richtige Targetierung hast plus den Zusatz, dann wird es auch auf jeden Fall nochmal besser. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte günstige Leads haben. Ich möchte die billigsten Leads haben, weil billig ist, kann ich mehr Leads einsammeln. Und das ist wirklich ein sehr großer Fehler, dass die Leute sagen, okay, ich will einfach günstig haben. Je günstiger Leads, umso besser natürlich, dass man viele Leads einsammelt. Nichtsdestotrotz solltest du hochwertige Leads für dich generieren. Warum? Weil die Masse an Leads bringt dir nichts, wenn die Leute einfach schlecht qualifiziert sind oder du möchtest einfach mit denen gar nicht arbeiten. Beispielsweise sind es selbstständige Leute und du ziehst aber eher B2C-Leute rein und die sind gar nicht selbstständig. Oder sie sind angehend selbstständig, aber du willst gar nicht mit angehenden Selbstständigen arbeiten, sondern mit Leuten, die einfach viel, viel weiter sind, die 10, 20, 30.000 Euro schon verdienen. Oder die einfach nochmal besser qualifizieren. Und eine bessere Qualifizierung ist einfach teurer, aber dafür sind das wirklich hochwertige Leads, mit denen du was anfangen kannst. Ansonsten, was passiert? Du sammelst ein, das ist eine Masse und dann machst du am Ende ein Angebot für die Leute und die Conversion Rate bzw. die Eintragungsquote oder die Kaufquote ist extrem gering, weil das einfach unqualifizierte Leute sind, die du einfach billig eingekauft hast. Und da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht billig ist und auch nicht zu teuer, dass du sagst, alles was teuer ist, ist dann hochwertig. Das stimmt auch nicht, sondern da kann es auch sein, dass du sagst, du kaufst teuer ein, aber deine Werbung ist einfach so schlecht, dass es einfach teuer ist. Also da musst du den richtigen Mittelweg finden, dass du so gut qualifizierst, aber auch nicht teuer einkaufst, weil deine Werbung so schlecht ist. Und das ist der Mittelweg und diesen Fehler solltest du auf jeden Fall vermeiden. Dann ist es auch so, dass du einfach, das ist so ein bisschen ineinander, dieser Fehler, dass du einfach gut qualifizieren musst, beziehungsweise wenn du schlecht qualifizierst durch Copy, durch Bild, durch Video, je nachdem, ziehst du auch minderwertige Leute an. Das heißt, du solltest bei der Copy die Leute besser qualifizieren. Manchmal ist es auch durch ein Bild möglich, beispielsweise wenn du selbstständige Leute hast, dass du nicht mit Katzenbildern postest, ne? Übertrieben gesagt, sondern dass du hochwertig dargestellt wirst, dass man sieht, dass du bist eine Persönlichkeit oder du bist anerkannt in dem Bereich des Social Proof Maßnahmen durch hochwertige Kleidung oder durch passende Kleidung in deiner Marke. Beispielsweise du bist Handwerker, dass du nicht mit Schlips rumläufst, sondern durch eine passende Kommunikation durch deine Klamotten und dadurch einfach die Leute anziehst, die du wirklich haben möchtest. Also keine minderwertige Lead-Qualität, sondern eine hochwertige, passende Lead-Qualität. Und das kannst du durch Copy, Bilder und durch Videos machen, indem du die richtige Ansprache wählst. Und Videos, da hatte ich ja auch nochmal kurz erwähnt, bei Videos ist es so, dass du sehr gut qualifizieren kannst bei YouTube-Ads. Da brauchst du nicht so auf die Targetierung zu achten. Natürlich ist es ein Teil, aber zu 90% macht das Video aus, dass du sozusagen in YouTube reinstellst, bei YouTube-Ads und damit eine hochwertige Qualifizierung generieren kannst und
das ist so das 90% des Bereiches, wo du sagst, okay, du ziehst jetzt die richtige Zielgruppe an. Wie das natürlich geht in unserer Ausbildung, ist wahrscheinlich unter dem Link verlinkt. Da kannst du YouTube-Ads lernen und wie man auch hochwertige Videos erstellt, ohne dass du jetzt sehr viel Geld dafür bezahlst und dass du es rein psychologisch so gut aufbaust, dass die Leute sich kostengünstig eintragen, aber trotzdem hochwertig sind. Dann ist es auch, was ein Fehler ist, dass du, sag ich mal, kein automatisiertes System hast, Marketing-System. Also grundsätzlich sollte immer Werbung bei dir laufen. Und wenn du das nicht machst, weil du immer da mal eine Aktion hast, da mal eine Aktion hast, dann bist du sehr von abhängig davon. Das heißt, es sollte ein Prozess sein, automatisiertes Marketing-System, das grundsätzlich dauerhaft läuft. Natürlich kannst du auch mal Launches machen, Aktionen und so weiter. Das gehört dazu und macht auch sehr guten Umsatz aus. Aber trotzdem solltest du ein System haben, das die ganze Zeit läuft, automatisch. Falls du mal, es war jetzt auch bei mir so, ich bin 2 Wochen krank gewesen und hatte zum Glück Mitarbeiter und hatte zum Glück ein automatisiertes System, hatte zum Glück einen guten Partner, Marco, der dabei natürlich unterstützt und grundsätzlich auch meinen Bereich ersetzen kann zu einem gewissen Zeitraum. Und deswegen solltest du grundsätzlich ein automatisiertes System haben, wo auch ständig Werbung läuft, wo auch ständig dein Unternehmen läuft und der Prozess läuft. Genau. Und der fünfte Fehler, und das sehe ich am meisten tatsächlich, viele denken, Werbung ist der heilige Gral. Ich wünschte, es wäre so, weil ich für Werbeanzeigen natürlich da bekannt bin und da sag ich mal, sehr viel Budget ausgegeben habe. Aber ich kann nicht gutes Werbebudget ausgeben, wenn ich schlechtes Material habe. Das heißt, die Videos wurden nicht gut aufgenommen. Oder wir haben keinen guten, es sind keine Bilder zur Verfügung. Dann gibt es immer noch Ersatzweisen, was man machen könnte. Lernt man auch nochmal bei uns. Aber was auf jeden Fall relevant ist, ist eine gute Landingpage, also eine gute Verkaufsseite. Ob es eine Salespage ist, eine Landingpage oder irgendwas, was passend dazu ist. Weil wenn ich die besten Ads habe und die Landingpage ist schlecht, oder die Landingpage passt nicht zu der Werbung, die man schaltet, dann macht das alles keinen Sinn. Das heißt, eine schlechte Landingpage solltest du nicht haben. Es sollte eine hochwertige Landingpage sein. Es sollte eine Landingpage sein, die verkauft auf ein Event, auf ein Produkt und so weiter. Und natürlich, die Werbeanzeigen sollten zu der Landingpage passen. Genau, das war zu den 5 Fehlern, die ich auf jeden Fall vermeiden würde. Wenn du wissen willst, wie man zusammenarbeitet, schau unter dem Video. Da ist sozusagen ein Link, wo du dich eintragen kannst und wo wir dann einfach Informationen von dir erstmal herholen können. Und vielleicht können wir dann entsprechend nochmal telefonieren. Wir haben eine Performance-Marketing-Ausbildung, die wir dir gerne anbieten wollen und die sozusagen in einem hochwertigen Format sind, wo du alles lernst in 10 Millionen Euro Werbebudget, was wir gelernt haben, nicht nur in Werbung, sondern auch in Landingpage, in Positionierung und in Facebook-Ads, YouTube-Ads und so weiter. Deswegen trag dich einmal ein und dann sprechen wir im Endeffekt. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, gute Geschäfte, gute Umsätze und wir sehen uns dann entsprechend im nächsten Video.